2016, 2017, ich glaube und hoffe auch unseres letzten Oberliga-Heimspieles. Aber zunächst einmal zu den statistischen Daten. 2.406 Besucher sahen den 1:0 Erfolg unseres KFC am heutigen Sonntagnachmittag gegen den 1. FC Bocholt, dessen Trainer Manuel Jara ich recht herzlich hier begrüßen darf. Zu meiner Rechten auch schon ausgestattet mit leckerem Krefelder KFC-Trainer André Pavlak. Bevor wir zu den Stimmen kommen, die Ergebnisse von den anderen Plätzen noch. Ratingen-Hiesfeld 1:2, Kronberg-Meerbusch im Abstiegsduell 3:3, Kapellen-SC Düsseldorf-West 2:2, Schwarz-Weiß-Essen-Fischel 0:3, Hönnebrunn-Niedermauntor verlegt Fellbord 1:3, Thuru und Baumberg 3:2. Ja, und was uns, sagen wir mal, nicht unglücklich stimmt, ist das Ergebnis in Schonnebeck. Schonnebeck gegen Hilden 1:1. Ja, 11 Punkte sind es, das heißt, wenn wir in Hiesfeld gewinnen, sind wir definitiv durch. Jetzt aber zum Spiel heute. Herr Jara bestellt gerade auch noch ein Krefelder, was ihn durchaus sympathisch macht. Ja, nee, ich trinke einen Kaffee, aber ist nicht schlimm. Ich denke mal, Sie haben trotzdem noch Stimme, auch wenn Sie noch keinen Krefelder haben. Sagen Sie noch mal was zum heutigen Spiel hier in der Grundgruppe. Ja, ich habe ja auch so kaum gesagt. Nein, erstmal Glückwunsch an einen Trainerkollegen. André Pavlak für, denke ich, eine grandiose Saison und heute auch für ein wirklich sehr gutes Spiel. Ich denke, hatten alle irgendwo auch Spaß dran. Ich muss mich dann nochmal bedanken beim, ich glaube, Leon Binder. Der hat eine Kiste Bitburgerland, kein Krefelder, bei uns in die Kabine reingestellt für den Sieg, den wir in Schonnebeck erlangt haben, 3:0. Also ein Mann, ein Wort auch, der Herr Binder. Ja, also wir haben keins geschossen, eins gekriegt. Dann irgendwo auch verdient verloren. Kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Auch die Situation vor dem Tor ein bisschen unglücklich. Aber Christian Gruni marschiert einfach auch 90, 95 Minuten für die Truppe. Wir sind hierher gekommen, um halt nicht zu gratulieren. Ne? Jetzt müssen wir leider. Und, aber natürlich auch mit Anstand. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Zu Recht mit dem ganzen Umfeld. Wir haben euch auch schon ein paar Jahre begleitet. Damals beim VfL Rede, wo ich Trainer gewesen bin. Und jetzt auch waren immer hochemotionale Fights. Ja, richtig geile Spiele. Manchmal haben wir auch gewonnen. Und heute halt nicht. Wir wollten unseren dritten Platz verteidigen. Das wird für uns noch eng genug. Fischl hat schon wieder gewonnen, hat noch ein Nachholspiel. Dann ist es vielleicht nur noch ein Punkt, also müssen wir aus den letzten drei Spielen, denke ich, noch zwei Siege irgendwo einfahren, dann sollten wir das auch hinbekommen, dass es für uns eine geile Saison wird mit dem dritten Platz. Da gilt es noch einiges reinzuwerfen. Waren ein paar junge Burschen heute auf der Wiese, die ja, die Atmosphäre genossen haben, einen Entwicklungsschritt nach vorne machen mit dem, in Anführungsstrichen, Druck, der da so herrscht. Also von daher bin ich sehr, sehr zufrieden, aber als Trainer und als Spieler will man natürlich Spiele gewinnen. Ich wünsche euch alles Gute, macht so weiter. Ich hoffe auch, dass man sich daran erinnert, wie der André hier die Mannschaft zusammenstellt, mit welchem Charakter. Das unterscheidet ihn vielleicht hier und da auch von dem ein oder anderen Vorgänger. So die ein oder andere... Ich sag mal in der Fußballersprache, den einen oder anderen Patienten halt nicht zu holen, sondern auf Leute zu setzen, die einfach marschieren. Und das haben sie heute gemacht und deswegen auch zu Recht gewonnen. Und wenn es dann hoch, nicht wenn, also geht ja hoch, auch sich daran zu erinnern, wenn es mal vielleicht nicht ganz so läuft, was der Trainer hier erreicht hat, das wünscht man einfach Trainerkollegen, dass das nicht zu schnell in Vergessenheit gerät. Ansonsten gewinnt er einfach die Spiele, dann kommt kein Druck auf. Danke. Vielen Dank, Manuel Jara. Ich hatte gerade unten noch die Gelegenheit, dem Pressegespräch zuzuhören. Da kommt dann immer der eine Kollege von der RP, von der WZ jemand, die tauschen sich schon mal mit André Pavlak aus. Währenddessen lief in der Kabine Helene Fischer beim KFC. Atemlos, der eine oder andere hat sich vielleicht verausgabt beim Spiel. Aber André, ich habe gehört, es wird nächste Woche noch hart trainiert. Ja, danke erstmal Manuel für die... Ja, danke, danke, danke für die netten Worte. Ich hoffe natürlich, dass deine Worte auch Gehör finden, dass man sich dann daran erinnert, wenn es eine Liga höher vielleicht mal nicht so läuft. Das ist immer wichtig, da mit Demut an die Aufgabe ranzugehen. Das haben wir die ganze Saison gemacht.
bisher. Wir haben keinen Gegner irgendwie auf die leichte Schulter genommen. Wir haben nie irgendwie einen Gegner unterschätzt oder waren hier respektlos gegenüber. Und ich muss auch sagen, heute Bocholt war wirklich ein ernster Gegner, ein schwerer Gegner. Aber auch für uns ein erwartet schwerer Gegner. Wir haben das vorher gut analysiert. Bocholt ist nicht umsonst auswärts die beste Mannschaft der Liga aktuell. Gut, die haben noch ein paar Spiele mehr gespielt auswärts als wir. Aber trotz allem, die haben, glaube ich, 31 Punkte auswärts geholt. Das ist schon eine Macht und das haben wir heute auch in einigen Situationen in der ersten Halbzeit gesehen, dass sie unheimlich gefährlich umschalten können, dass sie ganz brutal schnelle Leute haben, die dann auch torgefährlich sind. Und von daher war unser Ansatz heute ein bisschen defensiver anzufangen, ein bisschen weiter zurückzuziehen, den Bocholter den Spielaufbau machen zu lassen, war heute, ich denke, auch der richtige Ansatz. Natürlich hat man dann nicht vielleicht ganz so viele Torchancen, weil man selber ein bisschen weiter weg ist vom gegnerischen Tor, aber das war der Plan und das hat die Mannschaft hervorragend umgesetzt. Und ja, wenn man dann denkt, dass wir immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen haben, nach 35. Minute der nächste Verletzte, Wagner mit Muskelfaserriss, für den ist die Saison auch gelaufen. Also das ist halt immer so, wo man dann sagt, auch die Mannschaft muss das erstmal wegstecken. Das haben die super gemacht. Wir haben gesagt, in der Halbzeit ein bisschen offensiver zu werden, ein bisschen früher zu attackieren, viel auch über Winking zu gehen, weil er natürlich die gelbe Karte hatte. Und ja, bei Ballgewinn einfach schneller umzuschalten. Das haben wir beim Tor gesehen. Ballgewinn im Zentrum, Özil nimmt sich die Kugel, haut ihn, ich weiß nicht, aus 25 Metern an den Knick. Gehört ein bisschen Glück dazu, aber das war so der Plan für die zweite Halbzeit und aufgrund der Torchancen, die wir im Konter hatten, haben wir, denke ich, auch unterm Strich verdient 1-0 gewonnen und freuen uns natürlich über die Leistung und ein großes Kompliment an die Jungs, die, wie gesagt, die Rückschläge der letzten Wochen einfach brutal gut weggesteckt haben und das zeigt, was Manuel gesagt hat, welche Charaktere wir hier eingeholt haben. Das sind alles Jungs, die marschieren für den Club, für die Mannschaft 90 Minuten, die schmeißen sich in jeden Ball, in jeden Zweikampf. Besser geht nicht und da wollen wir auch nächste Saison dann anknüpfen, dass wir genau, wenn wir dann Leute dazu und auch wieder darauf achten, dass sie das Gleiche tun fürs Team und für den Verein. Allen wünsche ich ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche. Danke. Tschüss, schönes Wochenende.